Herzlich willkommen, mein Name ist Etienne Gade und ich teste Souls-Likes. Und zwar steht heute auf dem Plan die Demo zu Stellar Blade. Stellar Blade ist eine neue Sony-IP, exklusives PlayStation 5-Spiel, meine ich. Vielleicht hätte ich mich vorher informieren sollen. Und ist eine Mischung aus Nier Automata, aus Devil May Cry, aus, wie heißt dieses komische Spiel auf der Switch, was so ein bisschen crazy ist. Stellar Blade. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob ich nicht scheiße erzählt habe. Aber ich meine, es ist ein Sony-Entwicklungsstudio, deshalb ist das auch Sony-Exclusive. Ja, ist Exclusive und kommt am 26. April kommt es raus. Und gibt es sonst noch Facts? Es ist übrigens aus einem koreanischen Entwicklungsstudio. Viele sagen, es ist ein japanisches Spiel, aber es ist ein koreanisches Spiel eigentlich. Es gab eine kleine Kontroverse um das Spiel, als die Demo released wurde, weil die weibliche Protagonistin, also offensichtlich, wie soll man das formulieren? Offensichtlich wurde extrem viel Wert auf eine realistische Körperphysik gelegt. Ich versuche es mal so zu formulieren. Jeder kann ja jetzt sich selber denken, ich verstehe, dass es Kritik gibt an dem, wie sagt man so schön, dass man sagt, dass die Frauen in solchen Spielen immer große Busen haben und ultra sexy daherkommen. Allerdings muss man fairerweise, wenn man das kritisiert, was okay ist, das zu kritisieren, muss man auch sagen, dass die Typen in Videospielen normalerweise auch ganz gut gebaut sind. Also die haben auch meistens recht große Muskeln und unrealistische Körperbilder. Also jetzt für die meisten von euch, ich komme dem Bild natürlich sehr nah. Deshalb fühle ich mich davon auch nicht angegriffen. Also generell kann man darüber reden, ob vielleicht noch das ein oder andere Klischee in den Videospielen sein muss oder nicht. Aber unabhängig davon, ob man das jetzt zu sexualisierend findet oder nicht, am Ende des Tages interessiert mich nicht so sehr, ob die Boobies wackeln oder groß oder klein sind, sondern ob das Spiel gut ist. Ich habe noch nie ein Spiel nur deshalb gespielt, okay, ich nehme das sofort zurück, Tomb Raider. Aber da waren wir noch jung. Das war eine andere Zeit. Aber ansonsten habe ich noch nie ein Spiel gespielt. Okay, Dead or Alive. Dead or Alive nehme ich noch mit rein. Dead or Alive, aber auch da war natürlich auch, weil ich auch einfach Beachvolleyball interessiert bin. Oder so. Aber ansonsten, außer Dead or Alive und Tomb Raider und den Tomb Raider Remakes und Larry, habe ich noch nie ein Spiel gespielt, einfach nur, weil dort der Charakter Bayonetta, okay, Bayonetta noch, richtig, Bayonetta. Bayonetta kann man auch noch mit reinnehmen. Aber außer diesen fünf bis 15 Spielen, habe ich noch nie ein Spiel gespielt, einfach nur, weil der Charakter sexy war. Okay? Am Ende des Tages zählt das Gameplay. Am Ende des Tages muss es einfach ein gutes Spiel sein. Da helfen sonst auch keine Titten. So, das ist mein kurzes Wort zu dieser Kontroverse. Und ich muss aber sagen, ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Und als ich dann das Spiel zum ersten Mal gestartet habe, ich habe schon so eine halbe Stunde gespielt, musste ich zumindest schmunzeln. Gebe ich gerne zu, ich musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Aber angeblich, ich weiß, ich habe es nicht überprüft, ist wohl die Hauptdarstellerin, also die, die im Motion Cap Studio stand, die sieht halt wirklich so aus, gibt da wohl auch Fotos von. Und das ist tatsächlich die Frau vom Entwickler. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so wurde es mir überliefert. So, wir schauen mal rein in besagtes super sexy Stellar Blade.
Ich glaube, es gibt Videos davon, wie sie auch in dem MoCap-Studio ist. Aber viel interessanter wäre ja, rauszufinden, ob hier wirklich ein gutes Souls-like wieder entsteht. Weil dann haben wir langsam im April Probleme, das alles noch unterzukriegen. Der Grund, warum ich es bislang noch nicht so richtig gespielt habe, ist, das Timing in dem Spiel ist ein bisschen anders. Wir fangen natürlich von vorne an. Als zum Beispiel in Lies of P, hat aber ein ähnliches Kampfsystem, also auch mit den Perfect Parries. Und dann kannst du gar keins mehr spielen von beiden. Musst dich eigentlich entscheiden. Their objective is the capture or dispatchment of the Elder Nativa. Pods entering atmosphere. Es ist nicht die Frau des Entwicklers, aber die Frau hat die Kostüme designt. Okay. Das ist ein Model. Okay. The threshold has been surpassed. Activating shield. Spielt mal im Skinsuit. Ich weiß gar nicht, was der Skinsuit ist. Wir gucken mal. Keine Raketen, das sind Kapseln. Es scheint sich hier um eine Invasion zu handeln. Ist das die Erde? Wissen wir das schon? Das ist die Erde, glaube ich, ne? Helldivers 3 ist das hier. Schreib schnell den Titel. Ich habe sogar gelesen, es gibt einen Bug in der Demo, mit der man gesperrte Gebiete spielen kann, die eigentlich erst im Vollpreisspiel drin sind. Aber das werden wir jetzt hier natürlich nicht machen. Weißt du, wer die deutsche Synchro von Eve ist? Wenn du so fragst, Lara? Pod landing complete. Removing physical shield. Opening hatch. The hatch. Come on. Come on! Taki? Eve, are you all right? This place is dangerous. Take my hand. So, das ist sie, das ist Eve. Und ja, so weit, so gut. Also wir sind hier klassisch Third-Person-Action-mäßig unterwegs. Viereck-Taste, leichte Attacke, Dreieck-Taste, schwere Attacke. Es kommen noch natürlich weitere Moves dazu. Hier war schon direkt der Perfect Parry.
see you still have your combat senses. Great. Coordinates? The rendezvous point is at 400 meters in front of us. Sie sind hochhackig, aber die sehen aus wie Pferdefüße. Seht ihr das? There's no time for that. Okay, ich darf nicht. Was jetzt passiert? This way to the rendezvous. Ja, ich habe halt geguckt, ob es Loot gibt. Entschuldigung. I see you still have your combat senses. Great. Coordinates? The rendezvous point is at 2 o'clock. 400 meters in front of us. Sehen dann quasi auf dem Planeten, wo sie jetzt herkommt und ihre Freundin, sehen die dann alle so aus? Ist es? That was close. Come here. Careful of your jump. Sie ist eine der hässlichsten auf ihrem Planeten, deshalb ist sie zum Militär. Okay. Ach ja, die Musik habe ich tatsächlich runtergefahren. Es ist K-Pop. Und ich gebe zu, er hat mich am Ende ein bisschen genervt. Ich mach gleich auf laut. Das ist nämlich tatsächlich, ist das hier ein großes Thema in dem Spiel. Ich gebe zu, mich hat dieses K-Pop-Gedudel ein bisschen genervt, deshalb habe ich es runtergestellt. Aber eigentlich ist es nicht schlecht. So, und ihr seht, achtet mal bei der Energie, diese gelben Punkte. Das sind die Stands, Stagger-Punkte vom Gegner. Funktioniert genauso wie in Lies of P oder auch ja, Elden Ring oder whatever. Wenn diese gelben Punkte unter dem Energiebalken der Gegner weg sind, dann können wir eine Visceral Attack machen. Also eine harte Attacke. Oder Sekiro. Jetzt gibt's Estus. Thank you. Schon ganz geil, was hier so ab. Oh! Wow. Richtig schönes Gegnerdesign. Ne? Die sehen so richtig eklig aus, die Viecher. Aber checkt mal, was hier alles abgeht im Hintergrund. Das ist schon ordentlich. You secured. Rendezvous point in sight. This way. Watch out for Gardner's interception. Aua. Don't stop. Keep moving. Ich habe wieder Angst, dass ich hier zu viel verpasse, aber es ist ja nur die Demo. Spielstand. Spielstand von der Demo wird übrigens übernommen ins Hauptspiel. That was close. This isn't looking good. Let's go.
an Alpha Nativa. Let's join them. Die trägt eine Krawatte, oder? No. No. The squad's life signs. We're the only two left. Eve. Eve, pull yourself together. Taki. Listen to me. We haven't completed our mission. Oh. Oh, Bake TV. Vielen Dank für dein Raid. Understand? Oh, Bake oder Obake? Sorry, ich hab's eben erst gesehen. Muss genau zum Start des Spiels gekommen sein. Hey Leute, sorry, dass ich erst jetzt Danke sage. Ich hab's überhaupt nicht gecheckt, weil ich mitten hier konzentriert war. Danke für den Raid auf jeden Fall. Shoutout, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier schon keine Boss-Action. Aua. Boah, ist nicht so leicht. Boah, diese Perfect Block. Harry's ist natürlich jetzt, wenn man Lies of P die ganze Zeit gezockt hat. Oh oh. Mann, ich krieg's nicht gebacken, ey. An! Jesus Christ, wir haben ihn doch fast. War das eine unsichtbare Wand? Noch ein Scheiße, wir hatten ihn fast. Okay, ist gescriptet. It wasn't an alpha, but it was a strong one. You fought well, even better than during training. You were all together, but then... The damage to your body frame is serious. We have to find the supply camp. Wait, Eve. I hear something. Eve! Was ist jetzt das? Are you all right? Lil Jay, danke für dein Sub. Ich schieb mich mal raus. Alpha Nativa.
Okay. Ich habe mich gerade gefragt, gab es in Star Wars mal krumme Lightsaber? Wow! Der Darksaber ist aber auch nicht so richtig rund, ne? Wow. Aber guck mal, das ist ein Android. Wieso ist das technisch nicht möglich? Kann das Laserschwert nicht so... Theoretisch? Lichtkrümmung. Kommt mir doch jetzt nicht hier mit Logik. Bei Spaceballs gibt es die Stimme. Ja. Still, make sure to stay cautious. It's where the Alpha and Atiba is. Ich krieg auch auf jeden Fall so ein bisschen Nier Automata-Vibes. Also jetzt nicht nur wegen der weiblichen Hauptdarstellerin, auch mit dieser zerstörten Stadt und den Gegnern und so. Ja, gerundeter Griff, ich weiß, Count Dooku. Es gab Lichtschwertpeitschen, stimmt, oder? Waren das Licht? Es waren Elektropeitschen, glaube ich. Waren es Lichtschwertpeitschen? Now get ready. I'll be supporting with the drone. Oh, was für komische Schuhe das sind, ey. So this must be 8 or 7. Yes. This was the final battlefield of civilization. It was also known as a truly colossal city. Something is falling from the sky. A strange sensation. This must be Earth's rain. We can admire the scenery later. We have a job to do here. Terrain data's changed recently. Das sieht schon richtig gut aus, muss ich sagen. Also, grafisch ist das hier. Das ist das Schöne an so PlayStation 5 Exclusives, dass die nicht mehr für PlayStation 4 erscheinen. Das sieht man den Spielen in der Regel auch an. Guck mal, hier haben wir Skill Trees auf jeden Fall. Aber schon enorm viel freigeschaltet. Wahrscheinlich bedeutet das, dass wir nochmal ein Reset kriegen oder was? Das macht doch keinen Sinn, dass das hier alles schon freigeschaltet ist. Survival. Double Jump. Unable to learn. Reflection. Okay, das gucken wir uns an. Hier ist noch einiges. Databank. Taki. Wer ist er? Adam. Adam und Tucky. Thornhead. Beholder. Brute. Ja, ein bisschen generische Aliens. Auf der anderen Seite, was will man? Also es ist auch schwer immer, das Alien neu zu denken. Ne? Aber hat man natürlich gefühlt schon ein paar Mal gesehen so. Aber stört mich nicht. Okay, das sind die Erklärungen. Weapon Core available. Used as a material for Blood Edge. The item that I asked for is in the Hall of Records. Go to the Hall of Records. Okay.
Oh, ja, jetzt gemacht. Falling debris. Be carefully. Something is coming. Das ist jetzt übrigens der Mixed-Modus. Man kann hier in den Settings, meine ich, zwischen drei Modi. Also, okay, Schwierigkeitsgrad ist klar. Es gibt noch einen einfacheren Schwierigkeitsgrad, aber du kannst hier. Wichtig, die Ponytail-Length einstellen. Nee, was meine ich? Ist das bei Graphics-Display? Hier, Graphics-Mode. Du hast hier bei Graphics-Mode hast du. Performance Mode, also 60 Frames, dann eine Mischung und dann Resolution. Wir können uns ja mal angucken, ob es wirklich viel besser aussieht. Oh, ausgerechnet jetzt kommen die Gegner. Aber das sind jetzt hier natürlich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das 30 Frames sind. Also, das kannst du eigentlich nicht machen. Meiner Meinung nach. Also, da verzichte ich gerne auf die Auflösung, wenn das. Das hältst du ja nicht im Kopf nicht aus. Und wir gehen mal auf 60 Frames. Ja, ich finde, der Unterschied zwischen 67, also dem Performance Mode und dem Balanced Mode, ist gar nicht so groß. Da kann man ruhig auf. Kannst du ruhig auf Balanced gehen, meiner Meinung nach. Also spielt sich auf jeden Fall gut, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wer von euch es schon gespielt hat und das mal bestätigen oder auch widerlegen kann. Ein ganz leichtes Delay. Also zwischen. Ja, vielleicht fühlt es sich jetzt auch nur an. Ich hatte das Gefühl, ich würde jetzt vom Ersteindruck. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich würde vom Ersteindruck sagen, dass zum Beispiel Lies of P sich ein bisschen. Ah, okay. Ein bisschen direkter noch anfühlt. Hey, investigate this place. This is the Legion that was killed in the final war. Roar. It's an encrypted code in the memory stick. It's a security code, a type of entry permit. Try entering the code. Das ist ein Roar. It worked. Habt ihr gesehen, da gab es sogar eine Hint-Taste. Also ich sag mal, wer durch diese Tür nicht kommt, ohne Hint. Ich finde, der hat das Recht verwirkt, dieses Spiel zu spielen. Ganz ehrlich. Dann halt nicht, da musst du was anderes spielen. Wenn du durch die Tür nicht kommst. Ganz ehrlich, wenn du durch die Tür ohne Hint nicht kommst, sorry. Das dann ist auch on you, sag ich mal. Only death remains in the city. Humans who've lost all hope have locked themselves up, awaiting for death to take them. I think some of areas. The orbit elevator are still functional. Let's use that to head out into space. Okay, hier ist eine Bank. Thank you.
Treasure Goblin oder sowas? Tumblr Expansion will use this. Alter, wie schnell die Sachen immer verschwinden. Ich konnte es gar nicht lesen, was da stand. Tumblr, was war's? Wo ist denn das jetzt? Tumblr irgendwas. Ja. Aber ich habe hier schon auf jeden Fall das erste geheime Loot gefunden und das gefällt mir schon mal ganz gut. Hier übrigens auch ganz geil, im Gegensatz zu Dragon's Dogma zum Beispiel. Guckt mal hier. Kann man tauchen. Oh, da unten ist was. Und so wie ich das sehe, gibt es hier kein... Also keine Luft. Also keine, wie sagt man? Man braucht keinen Sauerstoff. Du kannst ja einfach unendlich tauchen. Es gibt einen anderen Skin. Ich weiß nicht, wie ich den anziehe. Chat wünscht sich einen anderen Skin, aber ich wüsste jetzt gar nicht. Hier oder was? Ich hab nur den. Oh. Deshalb wollt ihr das. Was? Okay, ich krieg so viel Ärger für dieses Let's Play. Skins jetzt Outfits. 3 Sterne, aber was Shields disabled when you put on the skin? Achso, okay, der ist sogar. Der hat auch Nachteile. Keine Schilde, genau. Use the Vending Machine. Das ist ja wirklich genau wie bei Final Fantasy. Ich wollte schon sagen, mich erinnert das Spiel optisch und spielerisch durchaus ein bisschen an Final Fantasy. Und jetzt haben wir hier tatsächlich exakt auch diese Vending Machine. Mit dem Skill Tree und du kannst hier Sachen kaufen. Das ist wirklich genau wie in Rebirth. So, wir haben 2 SP und können jetzt... Achso, er sagt uns, was wir nehmen müssen. You can use SP to learn skills. Perfect dodge. Completely evades enemy attacks upon successful perfect dodge press. Das habe ich doch schon. Ach, perfect dodge, nicht parry. Okay. Verstehe. Wir haben noch einen Punkt. Double Jump darf ich noch nicht. Let's you get up quicker. Warum kann ich den nicht lernen? Okay. Can only be used upon successful perfect dodge. Counters and stuns the enemy. Was ist das? Perfect parry. Completely parries. Makes it easier to use perfect parry. Oh, brauche ich 2 Punkte. Can only be used upon successful parry. Wisst ihr was? Wir sparen jetzt auf den erleichterten perfect parry. Ich meine, es ist nur die Demo, aber trotzdem. So, jetzt können wir hier im Shop können wir Sachen kaufen. Was haben wir hier? Highly concentrated potion.
Das ist quasi Restores HP, Shock Grenade. Resets the Skill Tree. Guck an. Das finde ich ganz gut. Kann man ein bisschen rumexperimentieren beim Build. Eine Pulse Grenade. Kaufen wir jetzt aber noch nicht, oder? Nee, wir setzen uns hier hin und resten erstmal. Man kann, High Frosch, ja, man kann den Fortschritt mit ins Hauptspiel nehmen von der Demo. Das steht am Anfang der Demo. Das war jetzt quasi unser Bonfire hier. Und einige Gegner respawnen wohl auch wieder. Nicht alle. Stand am Anfang im Tutorial. Das ist jetzt schon weg, weil ich das ja schon mal hatte. Aber man sieht es jetzt hier an diesen Gegnern. Diese Standard-Mobs sind jetzt also wieder da. Ich mag das ja, weil das bedeutet, dass man farmen kann. Weißt du, wie ich meine? Oh, der hat gelbe Punkte, das heißt, die sind meistens immer ein bisschen härter. Nee, das war's nicht. Nee. Ich versuche diesen Perfect Dodge, aber es klappt nicht. Nein, zu spät. Das ist halt auch nicht. Das war er. Boah, das ist aber schon ein... Okay. Das ist aber schon ein... Da muss man sich erstmal gewöhnen ans Timing. Sagen wir es mal so. Also das ist schon nicht so leicht, wie es aussieht. Das war's schon. Geht er down, geht er da. Micro Drive stand da drinne. Oh, it's one of the Legion's old supply boxes. Do you think there's anything useful? Well, it's Legion, so compatibility shouldn't be an issue. Make sure to take everything. Ist das Lincoln? Ist das die Abe Lincoln-Statue? Sind wir in Washington? Wer weiß es. Aber guck mal, allein dadurch, dass wir am Anfang jetzt schon so ein bisschen was gefunden haben, habe ich jetzt Interesse, hier erstmal alles abzuchecken. Wer weiß, was wir noch finden. Ich liebe ja Spiele, die sowas belohnen. Aber hier runter kann ich, glaube ich, nicht. Hier ist sonst nichts mehr. Abe, be careful. You see the rapids below. If you fall, it's over.
Warte mal, hier ist was. Nein! Wieso? Oh. Nein, jetzt bist du... Ah, ich kann da wieder hoch. Sammy Plus, danke für deinen Sub, mein Lieber. Aha. Guck mal, hier ist der Loot Boy wieder unterwegs. Extreme Polymermaterial, Crafting Material. Also man kann craften. Was wollen wir denn hier? Nicht hier hoch? Aua. Wieso kann man hier hoch? Wieso haben die extra Stufen quasi gebaut, um Abe Lincoln zu besteigen? Guck mal, die haben hier extra diese Stufen gebaut, um hier hochzukommen. But why? Okay, einmal im Abgrund ist dann halt auch, bist du wieder hier, ne? Also, das ist leider so. Aber die Erfahrungspunkte bleiben. Das finde ich gut. 34% bis zum verbesserten Parry-Move. Geil, guck mal, wie geil man den in der Mitte... Das ist ja was, was ich mir noch für Souls durchaus wünschen würde, dass man noch gezielt zum Beispiel Limps abschlagen könnte. Das wäre so ein Wunsch für Dark Souls 4. Oder whatever, Elden Ring 2. So wie bei Dead Space so ein bisschen, wisst ihr? Can knock enemies off balance by performing perfect parry enemies. Komm groggy. Wie ich sie nicht hinkriege, ey. Man möge es mir verzeihen, aber das ist durch Lies of P jetzt natürlich ein bisschen alles verschoben. Weil das Parryn ist hier ein bisschen anders. Also es funktioniert vom Prinzip her gleich, allerdings ist es, es hat ein anderes Timing. So Leute, was ist denn jetzt da mit der Abe Lincoln Statue? Das kann doch nicht sein, dass die da extra an der Seite so Dinger bauen und dann ist da nix. Ich will nicht nochmal in den Abgrund fallen, aber ich muss nochmal der Loot Boy... Ach, guck mal hier. Der Loot Boy muss natürlich gucken, was da los ist. Was ist da Phase? Oh. Mal hier, du baust doch als Entwickler. Warum solltest du denn hier diese Dinger da hinbauen, an denen man hochklettern kann? Wenn hier nichts ist, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht brauche ich später einen Double Jump, um noch höher zu kommen? Das check ich hier nicht, ey.
Wegen der Aussicht? Nochmal. Es kann natürlich sein mit dem Double Jump, dass man dann da hochjumpen kann hier. Ja, jetzt ist da irgendwie nichts. Oh, was ist denn das? Geil, das sieht aus, als ob es schwimmt. Ich habe gewonnen. Am Bein? An Apes Bein waren noch Griffe? Hä, wieso habe ich die nicht gesehen? Oh ja, ihr habt vollkommen recht. Tatsächlich. Ich sag doch, hier muss noch was sein. Alles an. Ja, da ist auch schon der Loot. Guck. Was war es jetzt? Sehe ich nämlich nicht gesehen, was sie da eingesammelt hat. Irgendwas hat sie eingesammelt, auf jeden Fall. Aber es ist überhaupt nicht Abraham Lincoln, oder? Eine unsichtbare Wand, Leute. Aua. Omnibolt. Expanding Gear Sockets. Gear Sockets in the Equipment Tab. Combo Attack Enhancement Gear. Da kann ich hängen, aber wie kommst du da? After the colony extinction, most places were nothing but dust. Hä? Aber wie kommt man da hoch? Ah, hier. Ich frage mich, ob es andere Waffen gibt, weil irgendwie Gear, ich wüsste gar nicht wo. Ich glaube, es gibt nur diese eine Waffe, oder?
Vielleicht kann man die noch verbessern? Also man kann auf jeden Fall craften, wie es scheint. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur eine Waffe gibt. Ich sehe nur keinen richtigen Waffenslot. Also man kann sich die Waffe ja auch... Aber man kommt ja noch an so eine Werkbank offensichtlich, hat man gerade gesehen. Also mal gucken. Also irgendwas wird man mit der Waffe... Oh, guck mal, das sieht kostbar aus. It's a high-energy compression battery. Thanks to that, Earth's night isn't dark yet. Oh, it's the previous generation of the Infinity Cell. Be sure to keep that. It's very valuable. All right. It's very valuable. Fusion Cell used to activate Fusion Drive. Bar 99. What the fucking... Du kleiner Hinterhalt-Penner, du. Was bringt denn der Perfect Dodge eigentlich? Das kann ich immer nicht so ganz... Er ist einfach perfekt. Oh. It's a trap. Hallo. Attack the drum to blow it. What? Welche Drum? Ich kann mich kaum noch heilen, ich habe kaum noch Energie. Jetzt habe ich die Drums natürlich alle kaputt gemacht für die leichten Gegner. Oh, hier ist Sackgasse. Hier war noch irgendwo Fässer. Komm her, Boy. Pam. Ah, der hat nicht gesessen. Das sagt er mir jetzt, in der Sekunde, wo es passiert, sagt er mir, glowing enemy attacks can't be. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Das muss er mir doch vorher sagen, nicht in dem Moment, wo es passiert. Jesus. Okay, fairer Rücksetzpunkt wenigstens. Da kann er mir auch gleich eine Nachricht schicken. Du bist jetzt übrigens tot. Ach, komm! Me once. Oh,
hat's schon wieder geschafft. Bitcoin habe ich gerade aufgesammelt. Habt ihr gelesen? Bitcoin. Okay. Passcode? Haben wir den schon irgendwo... Ah. The memory sticks fried. Ich dachte schon, wenn da jetzt der Passcode wäre, dann hätte ich aber auch ein bisschen gelacht. Was bedeuten diese Ausrufezeichen? Dieser Bus ist doch komplett verdächtig. Man muss gerade am Anfang bei einem Spiel, muss man immer gucken, was kann man machen und was nicht. Aber wie kriegt man jetzt hier den Passcode? Man kann auch nicht irgendwas eingeben. Wenn man ihn nicht gefunden hat, dann lässt er ihn jetzt auch gar nicht erst eingeben. Also selbst wenn ich es jetzt irgendwie wüsste, weil es mir einer im Chat sagt oder so, bringt es nichts. Okay. Keine Ahnung. Müssen wir irgendwo an anderer Stelle. Da sind wir auch nicht reingekommen. Laut Reddit ist der Code nicht in der Demo. Okay. Come here.
sind ja noch so Fässer. Fässer und Kisten. Boah, diese unsichtbaren Wände, die nerven natürlich ein bisschen jetzt. Okay, gibt keine Fässer mehr, wir müssen kämpfen, Leute. Scheiße. Der hat ja noch gar keine Energie verloren. Hä? Einen Versuch mache ich jetzt hier noch. Geil, wie die Fässer einfach nichts treffen. Es ist so dunkel. Warum sind alle Spiele so dunkel geworden? Ich einfach nichts erkenne. Ausrede. So schnell die Attacke. Okay. Bam! So Bodenscheiß ist das. Wieder down, easy. Easy. Der kann ja gar nichts. There are traces of markers left behind by the Legion. Na! Was? Hä? But why? Ach, hier an den Stangen oder hier am Fenster ist auch noch was. Jetzt? Why? Aha. Ich sag euch, der Lootboy ist hier wieder auf einer ganz heißen Spur. Nee, 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 wir bleiben hier. Aha. Es ist schon auch gemein von mir, dass ich immer alles rausfinde. Und jetzt jumpen wir einfach da dran, oder? Hui! Hui! Hier weitergeht. Tatsächlich. Da. Nee, Moment, da kämen wir ja her. Ja, einfach nur einen anderen Weg her. Wo muss das hin? Hier. Last words of the hopeless decades have passed since the parents of the night T-Bus
The evacuation of humankind to the continent. They say the airborne squad is sent to rescue the remaining humankind, but that's no sign. We can't do this anymore. Borkor. Ist es das? The memory stick still has the security code registered. It also has record of a message log. Borkor. Scan complete. Borkor. Könnte das sein für die Kiste da hinten? Dann hätte Chat aber gelogen. Das kann eigentlich nicht sein. You have to cross here. Do you see the ladder behind me? Ja. I can't read. Jetzt? Achso, die kann ja schwimmen. Chat, schreibt mal ins Spiel, wollte ich schon sagen. Chat, schreibt mal ins Spiel, wie ihr, wie es euch so gefällt. Was sagt ihr? Werdet ihr es zocken? Ah, sie kommt da nicht hoch. Wir müssen da was hinschieben. Ist halt kein Dragon's Dogma. 8 von 10. Mhm. Near Vibes. Ich muss das da hinschieben. Ganz interessant, so kleinere Rätselchen hier. Da ist Speicherpunkt. Nicht für 80 Öcken. Ich find's geil, was ich sehe. Das Spiel sieht auch gut aus. Okay. So, wir können nämlich jetzt... Makes it easier to use perfect parry. Das finde ich gut. Mal gucken, ob sich das bemerkbar macht. So. Okay. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein von Stellar Blade. Dahin geht es schon weiter. Ich bin sehr gespannt, wohin das alles noch führt. Wie groß das wird, wie komplex. Jetzt ist es ja noch sehr open-schlauchig, ob das noch ob das noch ein bisschen mehr sich öffnet. In welche Richtung das einfach geht. Aber ich muss sagen, guter Ersteindruck. Relativ hoher Schwierigkeitsgrad, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht unspielbar schwer, aber jetzt auch nicht Devil May Cry mäßig, wo die Gegner alle nur zum Durchmetzeln sind. Ich bin sehr gespannt, aber der Skilltree und die ganzen Sachen, die man so findet und liest, lässt ja vermuten, dass da noch einiges kommt. Ihr könnt die Demo ja runterladen. In 11 Tagen, am 26.04. kommt das Spiel raus. Und bin gespannt, wie es wird. Das soll erstmal ein Ersteindruck gewesen sein von Stellar Blade. Wir werden uns natürlich noch näher damit beschäftigen. Vielleicht werde ich nochmal die Demo weiterspielen. Ansonsten werden wir uns mit dem Spiel natürlich nochmal auseinandersetzen, wenn das Spiel rauskommt. Eure Meinung gerne in die Kommis. Bis dann.